Willkommen bei Sea of Stars auf dem Weg ja in die Krypta. Den Wächter habe ich ja letztes Mal schon überwunden, aber wir sammeln natürlich noch, was geht links und rechts ein. Und auch hier werden wir später nochmal alles ablaufen dürfen, um die fehlenden Sachen zu holen, wo wir jetzt halt eben nicht hinkommen, dank fehlender Eigenschaften. Also, nach dem Intro geht's in die Gruft rein. Eine schöne, schaurige Gruft. Sprintschlag fügt allen Feinden Schwert- und Sonnenschaden zu. Wow. Cool. Das ist auch mal eine coole Fähigkeit. So, heilendes Licht, dann machen wir alle wieder gesund. Okay, aber das ging ja noch relativ. Bin mal gespannt, wann ich diese fehlende Fähigkeit lerne. Oh, guck mal, rot, grün, lila. So, jetzt habe ich hier gekämpft und wahrscheinlich darf ich beim nächsten Mal wieder alles freimachen da.
Ja, dann schauen wir mal, ob die Dame zu Hause ist. Einmal Romayas Haarnadel. Das sieht doch schon gleich wieder böse aus. Okay, den haben wir schon mal abgewehrt. Es war jetzt dumm, die Energie zu sammeln, wahrscheinlich. Schon wieder Knochen. Nein. Oh. Okay, noch einmal. Es war ja selten, die mich gerade. Komisch. Schick. Jetzt habe ich meinen magischen Angriff verschwendet auf den Silsus. Okay. Ich würde sagen, oh, sind das die drei Schlüssel zum Reinkommen? Drei Geister? Oh nee. Nekromancer, ich hasse sie. Immer das Gleiche mit diesen toten Beschwörern. Ja, wir werden ja wohl die drei Wächter jetzt besiegen dürfen. Hm.
mache ich, ich glaube. Da ist der Sonnenball jetzt am besten, oder? Menno, noch nicht mal das Abwehren klappt. Okay, jetzt Boomerang, Angriff. Und tot. Okay, Äpfel. Jup. Hat auch den ersten schon mal besiegt. Okay, damit ist klar, wie diese Tür geöffnet wird. Knochen. Da komme ich her und jetzt werde ich wohl in diese Seiten-Dungeons gehen müssen. Jetzt aber Moment mal. Ah, das ist so verlockend. Nicht kochen, aber ich könnte mich ja hier ausruhen, dann sind alle Fähigkeiten wieder aufgefüllt, ne? So, die Kleinigkeiten, die man immer vergisst. So, Attacke auf den zweiten Totenkopf, Schädel, Wächter. Ja gut, hier komme ich nicht weiter. Ich hasse es, dass ich die Fähigkeit noch nicht habe. Magier. Alle auf einmal weg. Und geheilt, ja natürlich. Okay, richtig entschieden. Ja, extra das Mana gespart, damit das Wuchs jetzt nicht weg ist. Das muss ja noch üben.
öfter zu treffen. Attacke! Ja! Und auch da war die Entscheidung richtig. Energie sparen für den nächsten Kampf. Ja, und jetzt? Habt ihr dafür auch eine Lösung, Leute? So langsam werde ich den Eindruck nicht los, dass ich die Fähigkeit hier schon längst haben sollte. Ja, keine Ahnung. Gut, gehen wir erstmal auf die andere Seite und ja. Dann ist guter Rat teuer. Vielleicht gibt es ja hier eine Fähigkeit. Dü. Auch kein Vorbeikommen. Menno! Klappt. Okay, die heilen sich jetzt gegenseitig wieder. Ein Lebenspunkt noch. Oha. Oi. Ist besser wie gar nichts, ne? Oh. Eine Sekunde zu spät.
steckt aber auch ein hier. Neue Stufe. Yeah. So. Upp, dann gucken wir mal hier. Valer hat physischen Angriff im Plus. Die machen wir natürlich noch stärker beim Angreifen. Gal kriegt auch eine neue Stufe. Das ist geil. Nichts, was mir wirklich weiterhilft. Lebenspunkte, wie gesagt, schaden nie. Einfach, dass sie länger durchhalten. Neue Stufe. Bei ihr hier. Was holen wir denn bei Serai? Magische Angriffe. Ja, Mana wäre gut gewesen. Und ansonsten physischer Angriff, damit die mal ein bisschen stärker wird. So, und bei Jedi Survivor könnte man an der Wand langlaufen. Oh, mein Team hat ganz schön eingesteckt. So, jetzt kriege ich den hier natürlich nicht rüber. Einmal gespenstischer Umhang gefunden. Das klingt auch für die Assassinin. Ja, es ist nur was für Serai. So. Ah, guck mal. Ich verstehe. Wupp. Jetzt können wir die Dinger so rum zurückfahren lassen. Und jetzt ist der Schlitten da. Einmal Obsidianerz. Hey. Geld kommt demnächst wieder. Und bevor ich hier durch die Tür gehe, würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir den Durchgang. Also schaltet wieder ein, wenn es heißt Sea of Stars. Bis dahin und danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao, bis bald.